Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden uns ein bisschen reinschleichen in den Abend. Es werden vielleicht noch einige Leute kommen, die ursprünglich eben im Hörsaal 1010 diese Veranstaltung erwarteten, aber die Honneurs am Anfang, die kann ja nachher, die muss nicht jeder gehört haben, sag ich mal. Mein Name ist Bernd Kortmann, ich bin Sprecher des Direktoriums des Friers und die Freiburger Horizonte sind sozusagen das Öffentlichkeitsformat des Friers, das wir vor 7 Jahren etabliert haben. Das Institut steht für Spitzenforschung, es steht aber eben auch für Kommunikation von Wissenschaft in die Gesellschaft und genau dafür haben wir dieses Format geschaffen. Heute Abend das Thema mehr Mut, wie treffen wir mutige Entscheidungen und warum ist das so schwer, ist eingebettet in ein 1,5-tägiges Symposium dieses Themas. Wir haben also heute schon einen Tag hinter uns, was sozusagen Teil der Analyse war, und ich nenne jetzt einfach schon mal alle Reizwörter, damit mir auch gleich heftig widersprochen werden kann, war, dass wir meinten, im Rahmen des politischen Handels und dass auf allen Ebenen ein verhängnisvolles Zaudern bei notwendigen Entscheidungen, ein Herausstehlen aus, Wegducken vor und oder Wegdelegieren von Verantwortung zu beobachten, dass wir das aber auch in anderen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft sehen, eine sich verbreitende Mutlosigkeit, Risikoaversität, Konflikt und Verantwortungsscheu. Könnte da jetzt noch ein bisschen weitergehen, aber ich wollte nur die Reizwörter genannt haben. Wir haben da heute Morgen angefangen, drüber zu diskutieren, unter anderem mit Klaus Töpfer, der einen der ersten Vorträge hielt und der auch übrigens derjenige war, der als allererstes einen Freiburger Horizonte-Vortrag vor 7 Jahren gehalten hat. Und er, und da möchte ich, schaue ich auch schon so ein bisschen Frau Sitzmann an, der ja lange genug auch in politischer Verantwortung gestanden hat, hat schon auch ein wenig gehadert mit diesem Mehrmut und Ausrufezeichen und hat auch eher ein Fragezeichen dahinter gesetzt und hat auch durchaus ein Lob des Kunktators oder der Kunktatorin, also des Zauderer oder der Zaudererin gemacht. Insgesamt also wurde durchaus das auch schon mal kritisch heute Morgen reflektiert und das sage ich jetzt auch adressiert an Jule Paint, die eben hier für die ganz besonders für die Fridays for Future Bewegung steht. Gerade diese Bewegung wurde eben sehr unterstützend, nicht nur von Klaus Töpfer heute Morgen erwähnt, sondern eben auch von unserer Sozialpsychologin Vera King, die eben gesagt hat, dass wir mit Fridays for Future eben den seltsamen Fall haben, dass eben hier nicht, dass wir sozusagen eine Inversion von Generativität haben. Das heißt also normalerweise ist es die Elterngeneration, die sich eben um die sichere Zukunft der Nachkommen kümmert. Hier sind es jetzt die Nachkommen, die sich um die sichere Zukunft von sich selbst kümmert, aber davon erst einmal die Eltern überzeugen muss. Also wir haben hier heute Morgen, auch was das angeht, schon sehr, sehr positive Rückmeldungen auch bekommen in Bezug auf das, was klassische Politik im Bereich Klimapolitik tut, aber eben was auch von unten kommt, was von der Jugend kommt. Und das nur vielleicht zum Abschluss, dieses Thema mehr Mut verhandeln wir eben anhand verschiedener Themen. Klimakrise habe ich jetzt schon erwähnt. Die Pandemiekrise war praktisch der Auslöser für unsere Gedanken zu mehr Mut. Und das dritte ist Wissenschaftsfreiheit. Das haben wir heute Nachmittag besprochen. Und morgen wird vor allen Dingen im Vordergrund stehen der Ukraine-Krieg. Ich denke mal, einen Querschnitt durch all diese Themen werden wir heute Abend bekommen. Wir haben wunderbare Gäste, die Ihnen jetzt Arndt Michael vorstellen wird, der schon seit vielen Jahren nicht nur bei uns für die Freiburger Horizonte auch zuständig ist, sondern diejenigen von Ihnen, die die verschiedensten Veranstaltungsreihen dieser Universität kennen, werden sicherlich das Colloquium Politicum kennen. Und hier haben wir mit Arndt Michael auch schon einen langjährigen Moderator in diesem Rahmen. Ich wünsche uns allen eine sehr interessante, abwechslungsreiche Diskussion. Ich hoffe auch, dass Sie sich nachher einbringen in die Diskussion und auch nicht zurückhalten mit Fragen. Und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank, Frias Direktor Kortmann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr Mut, Herr Lindner, senken Sie die Steuern, ist ein Zitat aus dem Handelsblatt von vor 2 Wochen. Mehr Klimamut hat gestern die Frankfurter Allgemeine Zeitung gefordert. Wir brauchen mehr Mut zum Risiko und sollten uns mehr Start-up-Mentalität leisten, fordert der Präsident der Humboldt-Stiftung, Hans-Christian Pape. Der Stern vor einigen Wochen: Der Mut an russischen Universitäten. Tausende russische Wissenschaftler protestieren gegen den Krieg. Meine Damen und Herren, es herrscht kein Mangel an öffentlichen Appellen, mehr Mut zu zeigen. Das führt mich dazu, dass ich 2 ganz unterschiedliche Fragen stellen möchte. Fragen, die die Komplexität des Themas Mut in meinen Augen gut darstellen. Die erste Frage: Gibt es eine Korrelation zwischen der Lösung von Krisen, national oder international, und Mut oder in diesem Sinne mutigen Entscheidungen? 11 große Krisen könnte ich an dieser Stelle nennen. Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise, die erste Ukraine-Krise, die Fluchtkrise, Krise der Terrorserie, die Brexit-Krise, die Pandemie-Krise, die aktuelle 2. Ukraine-Krise, der Russland-Krise, die Inflationskrise. Und über allem natürlich schwebt die Klimakrise. Wie sahen oder im Konjunktiv, wie säen eigentlich mutige Entscheidungen als Antworten im Plural auf diese Krisen aus? Eine zweite Frage. Stichwort systemische Zwänge. Stichwort kulturelle Prägung. Welche Rolle spielen eigentlich systemische Zwänge, als Beispiel die Demokratie, die Vorgaben eines demokratischen Systems, der Wunsch, Wählerstimmen bei Wahlen zu bekommen, Klientelpolitik? Welche Rolle spielt so etwas bei der Lösung von Krisen und weitergedacht bei der Frage, bin ich mutig als Politikerin, als Politiker, als Entscheiderin oder als Entscheider? Also, angesichts einer solchen Fülle an möglichen Themen und natürlich einer Fülle an Erklärungsansätzen, möchte ich den Titel der heutigen Veranstaltung ergänzen. Mehr Mut, wie treffen wir mutige Entscheidungen und warum ist das so schwer? Vielleicht jetzt einen Gedankenstrich. Versuche einer begrifflichen und praktischen Annäherung. Denn nichts mehr können wir in 90 Minuten machen. Wir können, und ich möchte dieses Bild heute Abend verwenden, Mosaiksteinchen betrachten. Wir können versuchen, ein Mosaik zu betrachten als großes, und aus diesem Mosaik nehmen wir kleine Steinchen heraus und versuchen anhand dieser Steinchen vielleicht zu erkennen, was ist das für ein Mosaik, dieses Mut und Entscheidung. Und damit auch schon genug meiner einleitenden Worte. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir es heute Abend geschafft haben, ein so außergewöhnliches Podium zusammenzustellen, und darf, ich mache das einfach in alphabetischer Reihenfolge, zunächst Ulrich Fichtner begrüßen. Er hatte den weitesten Weg, die weiteste Anreise. Aus einer Stadt im kühlen Norden ist er in eine Stadt in dem wärmeren Süden gekommen. Herr Fichtner ist Journalist und Autor. Er hatte Stationen bei der Frankfurter Rundschau, beim Zeitdossier, und er ist seit 2001 Reporter beim Spiegel. Er hat eine Fülle an Auszeichnungen bekommen: den Theodor-Wolff-Preis, mehrfach den Ego-Erwin-Kisch-Preis, mehrfach den Henry-Nannen-Preis, den Deutschen Reporter-Preis, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen Wirtschaftsredakteur des Jahres 2009. Herr Fichtner, es ist eine große Ehre, dass Sie extra für heute Abend, für diese Veranstaltung nach Freiburg zu uns gekommen sind. Dann darf ich begrüßen Jule Pehnt. Frau Pehnt ist Aktivistin. Sie ist Klimaaktivistin, und ich möchte mir erlauben zu sagen, sie ist so eine Freiburger Greta Thunberg. Sie setzt sich ein für den Kampf gegen den Klimawandel, für Klimagerechtigkeit. Und sie ist eine der Bilder, eine der Hauptakteurinnen von Fridays for Future. Frau Pehnt, vielen Dank, dass Sie auch hier heute Abend sind. Dann Herr Püttmann. Herr Püttmann ist Experte für Forstökologie und ist in diesem Bereich und in dem Bereich der Policy-Beratung tätig. Um es konkret zu sagen, er ist der Inhaber des Edmund Hayes Professorship in Silvicultural Alternatives in the Department of Ecosystems and Society an der Oregon State University. Damit haben Sie heute den längsten Titel, und Sie sind vor allem Frias Fellow, und deshalb freut es mich sehr, dass wir Sie heute Abend sozusagen als
Experte für den Bereich Wissenschaft, wenn ich es mal so formulieren kann, begrüßen dürfen. Und zu meiner Rechten sehen Sie Frau Edith Sitzmann, die eigentlich keiner Begrüßung natürlich keiner Beschreibung mehr bedarf. Sie war Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Sie war 10 Jahre Finanzministerin im Kabinett Kretschmann und von 2002 bis 2001 Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. Und ich freue mich sehr, Frau Sitzmann, dass Sie so spontan zugesagt haben, heute Abend uns an Ihrer langjährigen Expertise und Ihren Perspektiven zu diesem Thema teilhaben zu lassen. Meine Damen und Herren, in der Ankündigung für heute Abend konnten Sie lesen, wir beginnen jetzt mit einem Impulsvortrag. Einem Impulsvortrag von Herrn Fichtner, der also den weitesten Anweg hatte, die weiteste Anreise. Ich habe es eben so ein bisschen salopp zu ihm gesagt, ich freue mich auf die Fichtner-Thesen. Also erst einmal eine Perspektive, die Perspektive eines erfahrenen Journalisten auf dieses große Thema, auf dieses komplexe Thema. Und nachdem Herr Fichtner uns seine Thesen, seinen Beitrag vorgestellt hat, werde ich dann alphabetisch der Reihe nach vorgehen und Sie hören erst einmal die verschiedenen Ansätze, die verschiedenen Perspektiven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich darf mich den einleitenden Worten von Frias-Direktor Kortmann anschließen. Interaktion würde uns heute Abend wahnsinnig glücklich machen. Das heißt, beteiligen Sie sich. Ich ziehe auch gerne schon Fragen vor nach der ersten Runde, die Sie haben. Lassen Sie uns kontrovers sein. Lassen Sie uns keine brave Diskussion führen, sondern lassen Sie uns versuchen, über Rahmenbedingungen zu sprechen und die Frage, was ist wirklich Mut und was können wir von den Expertinnen und Experten heute lernen? In diesem Sinne also, meine Damen und Herren, freue ich mich sehr auf Herrn Fichtner. Ja, vielen Dank, Herr Michaels, für die freundliche Begrüßung. Ich bin auch froh, Sie hier zu sehen, deren Mut ich begrüße, bei diesem heißen Tag in einen Kellerverlies hinabzusteigen. Das allein verdient schon Respekt. Es gibt im Englischen eine schöne Formulierung, die hilfreich ist bei der Annäherung an Fragen, die man nur schwer beantworten kann. Der amerikanische Verfassungsrichter Potter Stewart hat sie im Jahr 1964 in einer berühmt gewordenen Entscheidung geprägt. Es ging damals darum, dass der Staat Ohio einen Film von Louis Malle verbieten wollte wegen Obszönität. Und so musste der Richter über die Definition von Pornografie sprechen und meinte, das sei im Einzelnen praktisch unmöglich. Das sei aber, sagte er, nicht so schlimm, weil I know it when I see it. Der Film wurde nicht verboten, denn Stewart hat offensichtlich nichts gesehen. Und sein Kriterium machte im angloamerikanischen Sprachgebrauch Karriere. Es kann mittlerweile auf alles Mögliche angewandt werden und ich möchte es benutzen, um kurz das Thema Mut abzuklopfen und um die Einkreisung dieser Frage zu beginnen, wie treffen wir mutige Entscheidungen und warum ist das so schwer? I know it when I see it. Die Bildergalerie unserer kollektiven Erinnerung ist voll von Motiven des Muts. Die Erstbesten wären die Feuerwehrleute des 11. September, die Pflegekräfte der letzten Jahre überall auf der Welt während der Pandemie, jetzt in der Ukraine die Männer und Frauen, die sich am Beginn des Krieges den anrückenden russischen Einheiten entgegengestellt haben mit der entwaffnenden Frage, was sie denn in der Gegend eigentlich zu suchen hätten. I know it when I see it, wenn Mut fotografierbar wird oder eben so fassbar wird, sofort auf den ersten Blick zu erkennen, geht es in der Regel um die situative Courage, um den Heldenmut womöglich, um die bravouröse Reaktion. Zum Helden taugt dann, wer sich in der Gefahr auf die Richtigkeit seiner Reflexe verlassen kann und in höchster Not nicht zuerst an sich denkt, sondern eben an die Gemeinschaft und an das Wohl anderer. Das sind zwei wesentliche Merkmale mutigen Handelns, scheint mir, dass die Handelnden offensichtlich über einen untrüglichen Kompass verfügen, der sie selbst unter Stress das Richtige tun lässt und dass sie uneigennützig und selbstlos zu Werke gehen. Das kommt von weit her, scheint mir. Wahrscheinlich ist es anthropologisch. Der Mensch, der sich in die Flammen stürzt, um einen anderen zu retten, wird immer irgendwie ein Nachfahr der Göttinnen und Halbgötter der Ilias sein, wenn Sie mir diesen gelehrten Hinweis erlauben. Ich sage das deshalb, weil in diesen Fällen eben das konkrete Tun zugleich immer die
Aktualisierung der unsterblichen Ideale ist. Und edel, hilfreich und gut ist ja etwas, was wir in unseren Breiten seit Jahrhunderten als Richtschnur durchaus akzeptieren, als Ideal. Und ich sage das auch ohne Spott. Denn ich wüsste nicht, was der Mensch wäre ohne seinen Glauben an Ideale, ohne Liebe, Hoffnung, Mut. Das Problem ist, dass die Begriffe so groß sind und die zugehörigen Konzepte so wolkig, dass der Verstand an ihnen eben scheitert oder sie nicht klar definieren kann. Eine Beurteilung ohne Gefühl, und ich verkneife mir den Begriff Bauchgefühl, scheint unmöglich. Und auch diese Nützlichkeit des von mir künstlich eingeführten I know it when I see it Tests trägt nicht sehr weit. Denn Mut kann natürlich auch groß sein und unsichtbar. Denken Sie an die unbekannten amerikanischen Wahlhelfer, die unter Polizeischutz die Stimmen auszählten. Sie haben die Demokratie in Amerika verteidigt, womöglich gerettet. Denken Sie an die namenlosen Lehrerinnen und Lehrer, die ständig über Mohammed-Karikaturen in Frankreich oder sonst wo mit ihren Schülern sprechen und dabei manches riskieren. Es gibt die Ärztinnen und Ärzte in der ganzen Welt, die trotz aller Schmähungen und Todesdrohungen impfen und Schwangerschaftsabbrüche ausführen. Es gibt die Gewerkschafter in aller Welt, die gegen die Ausbeutung der Sklaverei unserer Zeit kämpfen. Sie alle ähneln sich ja wohl in vielen Punkten. Sie wägen als mutige Menschen auf der Grundlage ihrer Überzeugungen und entlang dieses Geländers von professioneller ethischer Verpflichtung ihr Tun ab. Ich denke, sie fragen sich auch, ob wohl der langfristige Nutzen ihrer Aktionen vielleicht größer ist als der kurzfristige Nachteil für ihr Leben. Und im Zweifelsfall, und wenn Not am Mann ist, schreiten sie eben lieber zur Tat, als dass sie weiter über die Probleme des Handelns nachdenken. So schaue ich mir das heutige Thema noch einmal an und frage mich noch einmal mit Ihnen, wie treffen wir mutige Entscheidungen, warum ist das so schwer? Und vielleicht ist es gar nicht so schwer. In Kriegs- und Krisensituationen, in sehr schweren Entscheidungssituationen, ist es bei Licht betrachtet eher naheliegend, mutig zu agieren. Denn der Mut liegt dann gewissermaßen in der Luft, bietet sich an, weil er die einzige Chance ist. Die Probleme mit dem Mut beginnen ziemlich genau dort, scheint mir, wo die akute existenzielle Gefahr endet oder nicht erkannt wird. Wenn Mut zur Option wird, zu einer von mehreren Möglichkeiten. In wohlhabenden, prosperierenden Gesellschaften wie der unseren, man kann sie auch saturierte und alternde Gesellschaften nennen, ist das vorherrschende Lebensgefühl doch wohl dieses. Man kommt kaum mehr in die Verlegenheit des Mutigseinmüssens. Die Politik in solchen Verhältnissen wird auch ein bisschen müde und verzichtet darauf, den individuellen, ich glaube vielfach vorhandenen Mut abzurufen. Das ist ein großes Problem. Der Mut bleibt gewissermaßen im Privaten stecken, weil er von Regierungen und Institutionen nicht für die wichtigen und die richtigen Prioritäten eingeworben wird. Für die Klimakatastrophe heißt es übrigens, wenn Sie genau überlegen oder mir folgen wollen, dass wir offensichtlich sie immer noch nicht als existenzielle Gefahr wahrnehmen, weil wäre es so, wäre ein ganz anderer Druck auf dem Kessel in unserer Gesellschaft. Wir würden völlig anders zu Werke gehen, tun wir aber nicht. Das kann für mich nur heißen, dass wir immer noch nicht von einer existenziellen Gefahr an der Stelle ausgehen. Ich komme gleich darauf zurück. Zuerst noch mal mehr Mut. Wenn ich nicht irre, haben Sie mich da zu diesem Thema eingeladen, weil ich mich im Spiegel schon öfter über Mutlosigkeit ausbreiten durfte. Und ich möchte das heute Abend auch gerne wieder tun. Ich bin leider der Überzeugung, dass sich in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland eine Kultur der Mutlosigkeit in der Politik breit gemacht hat, die ich an manchen Tagen wirklich fast empörend finde. Nehmen wir, weil sich es nun mal so aufdrängt, den Krieg einfach als jüngstes Beispiel. Da war es doch so, wenn ich mich recht erinnere, dass bei seinem Ausbruch die existenzielle Bedrohung sehr spürbar war, auch hierzulande. Und die Angst, in Mitleidenschaft gezogen zu werden, hat praktisch zur Bereitschaft geführt,
auch zu eigenen Opfern und die, zur Bereitschaft, die kommenden Herausforderungen auch mutig anzugehen, was immer das dann im Einzelnen heißt. Ich hatte fast den Eindruck zeitweise, dass sich in unserem Land, was ja nicht so wahnsinnig oft vorkommt, geradezu eine Freiheitsliebe hat spüren lassen und die Bereitschaft, für ihre Verteidigung einen Preis zu zahlen. Das Problem ist nun, dass wir da wieder, wenn wir das im Individuellen belassen und im Einzelnen, passiert nicht viel, weil diesen Preis, den eine Gesellschaft zu zahlen hätte eventuell, muss natürlich die gewählte Regierung in Demokratien festlegen. Deshalb wäre es richtig gewesen, von der Bundesregierung diesen Schwung, den es da gab am Anfang, mitzunehmen und, da kann man sich natürlich lange darüber streiten, aber nach meiner Auffassung der historischen Situation angemessen zu reagieren, indem eben in großem Ausmaß und in großer Großzügigkeit Hilfsgüter, Geld, Waffen in den verfügbaren Mengen geliefert worden wären. Ich bekomme den Vorwurf, wenn ich solche Dinge auch in Artikeln schreibe, dass also der Kriegstreiberei und dass man eine falsche Rolle für Deutschland sich wünscht. Ich glaube, dass das alles vorgeschobene Argumente sind, weil ich bin überzeugt davon, dass Deutschland natürlich alles in Absprache mit seinen Verbündeten tut, natürlich nichts mit blindwütig tut, nichts mit Schaum vor dem Mund und dass unsere politische Klasse so vernünftig und ruhig ist, dass sie keinen Unsinn macht. Aber der Kanzler hat doch das Kunststück vollbracht, eine Zeitenwende zu erklären und sie gleichzeitig zu verweigern. Ich und ich glaube auch viele andere Menschen waren wochenlang verwirrt darüber, was ich jetzt eigentlich wollen soll in dieser ganzen Angelegenheit. Und als dann sehr schnell klar war, dass die russische Armee nicht binnen 48 Stunden an der Elbe stehen wird, hat so große Teile des Betriebs schon wieder auf Deeskalation zurückgeschaltet und auf Besonnenheit wurde wieder ein großes Thema. Und es ging dann bald immer so zur Hälfte um die Verteidigung des deutschen Geldbeutels und zur anderen Hälfte nur noch um die Freiheit. Und dann ging es um die Füllstände deutscher Gasspeicher im Hinblick auf ferne Winter und nicht so sehr auf die Menschen, die jetzt gerade irgendwie sterben. Und ich habe auch wirklich persönlich mich beleidigt gefühlt, in Politikerreden in einem Abwasch praktisch sowohl zu hören, dass die Butter teurer wird, als auch, dass Butscha ein Kriegsverbrechen ist. Das kann nicht sein. Ich wäre allerdings ein schlechter Impulsredner hier, wenn ich Ihr schönes Thema vom Mut jetzt auf den Krieg ziehen würde. Das ist wirklich nicht meine Absicht. Das lässt sich vielleicht nicht vermeiden, aber ich hoffe, wir tun es nicht. Ich möchte noch ein paar Worte über den Mut verlieren. Ich glaube, wir sind an einer Stelle auf dem Holzweg, weil wir handeln und Ziele setzen verwechseln. Immer mehr. Harald Welzer hat es schön formuliert, Sozialwissenschaftler, dass Ziele keine Handlungen sind. Ich will noch weitergehen und sagen, Ziele sind gratis. Handeln erfordert Mut. Und mutig ist auch nur, wer für seine Taten einzustehen bereit ist. Es ist so gesehen eigentlich nicht besonders mutig, wenn wir jetzt uns verabreden, 2045 oder 2055 eine saubere Welt zu erreichen, wenn damit nicht Festlegungen jetzt und morgen und übermorgen und in 3 Tagen und in 3 Monaten verbunden sind. Wenn die erforderlichen Handlungen unverbindlich bleiben, dann sind die Ziele hohl und ich glaube sogar, dann schläfern sie die Bereitschaft zur Veränderung ein, weil sie die Hoffnung praktisch mit so leere Hoffnung machen. Und um es mal an anderen Beispielen ganz konkret zu machen, was ich mit mutiger Politik meinen könnte. Mutig wäre ein Kanzler, der sagt, bis zum Ende meiner Amtszeit sind alle Funklöcher in Deutschland gestopft und wenn das misslingt, dann trete ich nicht zur Wiederwahl an. Mutig wäre eine Regierung, die bekannt macht, wir werden in den kommenden 2 Jahren alle Schulen und Firmen ans Hochgeschwindigkeitsinternet anschließen und wenn wir das nicht schaffen, dann organisieren wir Neuwahlen und fragen das Volk, ob wir uns weiter bemühen sollen.
ist eine Möglichkeit. Mutig sind einklagbare Pläne und nicht wolkige Versprechen. Mutig ist eine Politik, die sich so versteht, dass sie mit der Gesellschaft einen bindenden Vertrag schließt. Mutig sind Selbstverpflichtungen, die etwas kosten, wenn sie gebrochen werden. Und mutig und mühsam sind die Bauarbeiten und nicht die Masterpläne. Mutig ist das Machen und nicht das Moralisieren. Mutig ist es auch, im Größeren dann Realitäten zu akzeptieren, denen wir uns bislang verweigern. Mutig wäre es, davon bin ich überzeugt, wenn Deutschland eine angemessene Rolle in der Welt spielen würde. Und diese Debatte will nun gerade beginnen. Sie haben sicher gehört, dass der SPD-Vorsitzende Klingbeil sogar von Deutschland als Führungsmacht gesprochen hat. Und ich begrüße das. Ich begrüße es, weil ich glaube, dass es ein Ende der frommen Selbstlügen ist. Deutschland ist nach allen Kriterien, die wir so zur Verfügung haben, um Macht zu messen, eine führende Industrie-, Wirtschafts-, Handelsnation, ein Forschungsstandort ersten Ranges, eine Wissensgesellschaft sondergleichen. Und daraus erwächst eine Führungsrolle. Daraus erwächst der Anspruch kleinerer Nationen, von unserem Wissen zu profitieren, unsere Hilfe zu bekommen beim Aufbau eigener guten Gesellschaften. Deutschland kommt mir vor, also in den letzten Jahrzehnten war das sicher so, wie ein Elefant, der inzwischen ziemlich gutmütig ist, der alle seine Kraft darauf verwendet, sich in das Kostüm einer grauen Maus hineinzuzwängen. Das klingt vielleicht heiter, aber es ist eigentlich ein großes Problem, weil wenn ein großes Land seine Macht nicht ausübt, dann wägt es auch seine Entscheidungen nicht angemessen ab. Um in dem Elefantenbild zu bleiben, der Elefant, der gar nicht weiß, dass er ein Elefant ist oder es nicht wahrhaben will, der wird im Porzellanladen unglaublich viel mehr Unheil anrichten, als der selbstbewusste Elefant, der seine schweren Schritte wenigstens mit viel Nachdenken und gut überlegt setzt. Ein letztes noch. Ich glaube, bei aller Diskutierlust, die wir in Deutschland haben, uns fehlt auch der Mut, sozusagen nicht die bekannten Debatten immer weiter mit Details zu versehen, sondern sozusagen außerhalb der Spur die Themen zu suchen, die vielleicht noch wichtiger wären als die, mit denen wir uns sowieso die ganze Zeit beschäftigen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, soweit ich es sehe, nur eine sehr ideologisch aufgeladene, aber keine sehr seriöse Debatte darüber, wie es mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem weitergehen soll. Die Frage steht im Raum und sie ist unglaublich wichtig, weil sie Ableitungen hat, die auf alle anderen genannten Themen ausstrahlt. Wir reden nicht oder nicht auf die Weise, die ich mir wünschen würde, darüber, was die Digitalisierung mit uns und unseren Kindern macht, mit unserem Sozialsystem, unseren gelernten Kulturen. Wir reden vielleicht auch nicht oder zu wenig darüber, dass wir zwar sehr viel über die Klimakatastrophe und ihr Abwenden sprechen, aber vielleicht jetzt schon zu wenig darüber, wie wir uns auf sie vorbereiten, wenn sie denn eintritt. Und sie tritt natürlich ein, nach und nach, wie wir wissen. Und schließlich, das will ich nur unterbringen, weil es eines meiner persönlichen Lieblingsthemen ist, ich würde auch wahnsinnig gerne darüber reden, ob der sakrosankte Nationalstaat nicht eigentlich doch auf den Müllhaufen der Geschichte gehört und nicht das Ziel der Geschichte ist, wie uns immer wieder weisgemacht wird. Wir kennen alle das Wort von den unbequemen Wahrheiten. Die gerade aufgelisteten Themen und Stoffe sind damit gespickt und bieten hoffentlich viele Möglichkeiten zur Diskussion. Die Diskussion muss natürlich mutig sein und vielleicht stellen wir hier im Saal gleich fest, dass das gar nicht so schwer ist. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für diese differenzierte Analyse. Sie haben einen großen Gefühl unterschieden, Themen und
komplexen Themen angesprochen. Ich fürchte, wir werden uns beschränken müssen auf einige wenige, um eine Diskussion zu führen, in der wir am Ende auch ein gewisses Ergebnis haben. Deshalb freut es mich jetzt, dass ich zunächst Frau Jürgens das Wort erteilen darf. Ich werde uns vorwärts darüber unterhalten. Sie haben natürlich eine sehr interessante Meinung zum Thema Mut und Mutlosigkeit. Insoweit, wir freuen uns darauf, was Sie als Perspektive betrachten. Nur noch der Hinweis, beziehungsweise vielleicht diese Rückkopplung. Herr Fischer hat über eine Kultur der Mutlosigkeit, die empört, in Deutschland gesprochen. Und diese Formulierung möchte ich als Anknüpfungspunkt nutzen. Sie fragen, sehen Sie das auch so? Oder sind Sie vielleicht eine Repräsentantin einer neuen Kultur? Ja, ich finde es eine sehr interessante Frage, weil gerade am Anfang der Klimabewegung galten wir als eine Bewegung, die Mut eigentlich Mut verkörpert, die irgendwie rausgeht und es schafft, Mut auf die Straßen zu bringen und die Leute ganz breit anzusprechen und zeigt, mutig zu sein. Jetzt haben wir aber, die Bewegung ist nicht so alt, sie ist 3 Jahre alt. Und wir haben erlebt, dass politisch, aber auch gesellschaftlich diese Mutlosigkeit, diese Mut bestraft wird eigentlich. Dass sie niedergeschrieben wird und so genutzt wird, dass vielleicht politische Versprechen gemacht werden, aber letztendlich eigentlich durch Nichthandeln wieder in extreme Mutlosigkeit fühlen. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir an einem Punkt sind, auch ich selbst als Aktivistin, in dem man enorm gegen diese Mutlosigkeit ankämpfen muss. Und gerade in der Jugend hat das Gefühl, dass ja auch ganz oft so ein Frust. Und da müssen wir auf diese Gefahr aufpassen, wenn wir immer wieder dazu es schaffen, durch fehlende Handlungen und durch eben fehlende mutige Entscheidungen eigentlich dieser Mut nicht gerecht werden, wenn wir diesen Willen auch nach Mut, das ich eigentlich in der Gesellschaft spüre. Also wir hatten eine Wahl letztes Jahr, in der der Großteil der Menschen eigentlich für Klimaschutz gewählt hat, in der die Leute eine Veränderung wollten. Aber was passiert? Es passiert nichts. Und es führt letztendlich zu einer enormen Frustration und es führt zu einer viel größeren Mutlosigkeit als davor. Deswegen appelliere ich auch so sehr, dass eigentlich Politik Mut als Verantwortung sieht. Dass sie es als Verantwortung sieht, eine Gesellschaft zu schaffen, die auch den Mut hat, mit etwas zu brechen, was vielleicht irgendwie als alt und versessen gilt. Und mit etwas zu brechen, was natürlich auch Angst gibt. Also natürlich haben wir Angst davor, Systeme aufzubrechen und neue Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, dass diese Mutlosigkeit letztendlich zwingen wird, dass wir an irgendeinem Punkt das machen müssen. Weil sonst, glaube ich, ist es ja auch ein Punkt, an dem wir uns spalten und an dem wir uns eigentlich selbst kaputt machen. Und die Formulierungaufgabe, die Herr Fischer benutzt hat, erwünscht sich eine Politik, die mutig ist, indem sie zum Beispiel bindende Verträge angeht. Sie haben jetzt auch die Bundestagswahl vor den Monaten verwiesen. Wäre das etwas, wo Sie als Klimaaktivistin für eintreten würden, in der Öffentlichkeit zu sagen, jetzt geht auch wirklich ganz konkrete Ziele ein, die ich weiß nicht, in der Zukunft sind, aber die sich vielleicht 12 Monate in die Zukunft bewegen. Und wenn das nicht erreicht wird, durch eine schwarze Regierung, grüne, rote, wie auch immer, dann trete ich zurück. Wäre das ein neuer Ansatz in der Klimabewegung, also Politik, die kürzere Dimensionen denkt, um Krisen schneller zu lösen und damit zu zeigen, Politik kann nicht sein, wir tragen Verantwortung, nicht erst in 4 Jahren, wenn diese Ich glaube, zum einen, hier hat jetzt zu widersprechen, ich glaube, dass langfristige Ziele immer wichtig sind. Ich sehe die Gefahr, dass es dazu führen kann, dass nicht mal wie gehandelt wird, aber ich glaube, dass wir einen Maßstab brauchen. Und wenn wir keine Ziele haben, die genügend sind, und nicht die ganze Zeit uns neue Ziele setzen, dann verzerrt dieser Maßstab irgendwann. Ich finde, es sehen wir jetzt gerade, wenn wir vom Klimaneutralität 2045 sprechen, das ist kein genügendes Ziel. Das heißt, natürlich müssen wir auch über diese Ziele reden, aber wenn es ums konkrete politische Handeln geht, dann würde ich der Frage schon zustimmen, dass es eigentlich dann in ganz konkreten Verfehlungen
ist es eine generelle Verpflichtung der Politik, ihren auch völkerrechtlich bindenden Zielen gerecht zu werden. Und dann glaube ich, dass auch diese kurzfristigen Ziele, das sind letztendlich Maßnahmen. Also wir reden dann ja eigentlich darüber, Maßnahmen umzusetzen. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, auch den Maßnahmenkatalog der Umsetzung der radikalen Lösung, das Ziel zu erreichen. Und natürlich braucht es das, wenn es nicht passiert, dann haben wir letztendlich keine Politik. Der Ist-Zustand so genommen, der ist nicht gescheitert. Vielen Dank. Zunächst an Sie, dann darf ich zu Herrn Püttmann kommen. Herr Püttmann, Wissenschaft und Mut. Auch hier vielleicht mal die Formulierung, eine Kultur der Mutlosigkeit, die gehört. Würden Sie das im Bereich der Wissenschaft, in dem Bereich, in dem Sie vor allem aktiv sind, dann auch so identifizieren? Die Wissenschaft, das muss ich sagen, ist natürlich nicht ein homogenes Gebilde. An sich, die Wissenschaftler selber sind risikoreiche Denker, sagen wir mal, weil die ja versuchen, die Informationen zu generieren, neue Ideen zu machen. Das heißt, sind in der Beziehung schon ein bisschen darauf ausgerichtet, was Sie allerdings sehen, dass die Strukturen, die Rahmenbedingungen, die wir am Anfang auch haben, unbedingt dazu geeignet sind, die Wissenschaftler dazu zu unterstützen. Wenn Sie an den Unikabel schauen, da steht Forschung, da steht die Politikberatung, das ist irgendwo unter ferner Liefen. Wenn Leute eingestellt werden, das steht nicht in den Stellenausschreibungen drin, dass sie die Förderungsrichtlinien haben, das nicht drin, das ist selber sehr auf die Wissenschaft selber konzentriert und die Mut eben in politische Entscheidungen hineinzuwirken, ist nicht in den Strukturen. Machen lassen, gerade in der Hörsaal, wo wir haben die Besetzung im Hörsaal, dass die gewisse Erwartungshaltung ist von der Universität, die auch dann in solche Entscheidungen, Förderung in der DFG, wenn Gutachtenbewerte geschrieben werden, Forschungsanträge zu werden, dass das dann mit eingebaut wird. Und damit wird die Einzelperson, die Wissenschaftler selber, momentan ein bisschen hängen gelassen werden, wenn sie mutig sind und sich dann in die Politik in Entscheidungsfindung einbringen, dann ist das so fast ein privates Hobby. Entweder wird die Zeit dann von der Forschung, von der Lehre kommen, oder ist privat Freizeit und Familienzeit. Und ich denke, wenn man die Rahmenbedingungen ändert, dann kann man natürlich da mehr Mut erwarten und dann auch als Wissenschaftler mehr Mut in die Diskussion hineinmachen. Ich habe eingangs über Politik gesprochen, über Politiker, aber noch gar nicht mit Politikern.
Sie sind ehemalige Politikerin, haben Sie mir am Telefon extra gesagt, dass ich das betonen soll. Sie haben deutsche Politik geprägt für Jahrzehnte. Sie sind Insider, als Fraktionsvorsitzende, als Mitglied des Landtages. Sie haben die Diskussion jetzt verfolgt und als Sie sie eingeladen haben, haben Sie mir zugesagt und gesagt, Sie sehen das aber anders. Der Text, den wir formuliert haben, Sie haben eine andere Meinung zu. Und das würde mich jetzt sehr interessieren. Wie betrachten Sie die Mut, Demut oder die Mutlosigkeit deutscher Politikerinnen und Politiker in der aktuellen Situation? Stimmen Sie der Analyse von Herrn Fichtner teilweise zu oder haben Sie da eine ganz andere Meinung? Ja, erstmal vielen Dank. Bei dem ganzen Fragenkomplex ist schon mal klar, es geht jetzt ein bisschen länger, würde ich nur mal als Vorwarnung sagen. Ja, alle Zeit. Also, Sie haben es ja richtig gesagt, ich betone es auch, dass ich eben Ex-Politikerin bin. Ich habe also vor einem guten Jahr aufgehört, nach 18 Jahren im Landtag, davon 8 Jahre Opposition, 10 Jahre Regierung. Von diesen 10 Jahren in Regierung, 5 Jahre als Fraktionsvorsitzende der Grünen und so wie man sagt, Kretschmann 1 und 5 Jahre als Finanzministerin unter Kretschmann 2. Ich war auch mal 2 Jahre hier im Gemeinderat. Und wo mir immer der Hut hochgeht, auch heute noch, ein Jahr später, wenn es heißt, die Politik. Weil die Politik gibt es nicht. Es gibt Bund, Länder, Gemeinden, wir haben ein föderalistisches System, wir haben eine legislative, exekutive, judikative, wir haben starke Medienlandschaft. Ich glaube, das ist ja auch alles klar, muss ich eigentlich gar nicht erläutern, aber trotzdem heißt es immer die Politik. Und ich will einfach mal behaupten, dass es ein Unterschied ist, ob jetzt ein Teufel, ein Oettinger, ein Markus oder ein Kretschmann Baden-Württemberg regieren. Und es ist ein Unterschied, ob eine Frau Merkel oder ein Herr Scholz die Bundesrepublik regieren. Oder, weil ja auch das Thema Ukraine-Krieg angesprochen worden ist, ob wir halt einen Außenminister Heiko Maas hatten oder ob wir jetzt eine Annalena Baerbock haben. Da mag man dann immer unterschiedlicher Einschätzung sein, was einem mehr oder weniger gefällt, aber auf jeden Fall ist es meines Erachtens ein gravierender Unterschied. Deswegen finde ich, dass mehr Differenzierung Not hätte und eben nicht von der Politik zu sprechen. Es gibt wahrscheinlich auch nicht die Wissenschaft, sondern sehr unterschiedliche Communities, Fachrichtungen, Einrichtungen, Institutionen und so weiter, die alle ihre besondere Rolle haben, ihre eigene Brille, also Sichtweise und auch eigene Aufgaben. Das ist mir erstmal wichtig, dass darauf geachtet wird, dass es eben einen Unterschied macht, wer regiert. Das muss dann ja nicht immer alles per se in der Packung besser oder schlechter sein, aber es ist auf jeden Fall anders und ich glaube schon, dass 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel und unsere große Koalition in Deutschland nicht gerade eine Aufbruchstimmung hervorgerufen hat oder, worüber wir heute reden, das Interesse oder die Leidenschaft einer mutigen Politik haben wir bis auf vielleicht sehr wenige Ausnahmesituationen leider nicht erlebt, sondern wir hatten eher eine Lähmung, wir hatten, wenn es um das Thema Klimapolitik geht, zum Beispiel Ausbau erneuerbare Energieeinsparung, Ausstieg aus der Kernkraft, unter Rot-Grün, Rücknahme des Ausstiegs, Wiederausstieg und beim erneuerbaren Energiegesetz auch ein ständiges Hin und Her. Also wir haben da einfach große Versäumnisse, wo man das Gefühl bekommt, dass uns da jetzt sehr viel auf einmal auf die Füße fällt. Auch in der Sicherheitspolitik, Sie haben gesagt, Waffenlieferungen und so, dann stellen wir halt fest, es gibt ja wohl gar nicht so viele Waffen, die man jetzt mal zur Unterstützung liefern könnte. Klimaschutz war ja auch ein wichtiger Begriff. Also es macht einen wesentlichen Unterschied. Vielleicht nochmal
Akteure auf allen Ebenen tun, halte ich es für extrem wichtig, auch immer zu versuchen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blickpunkt zu behalten. Also wir können nicht auf Teufel komm raus hier irgendwas entscheiden und sagen, egal, Hauptsache wir haben jetzt im Bundestag, im Bundesrat, im Landtag eine Mehrheit, sondern man muss auch immer gucken, wie kommt das in der Gesellschaft an. Also wir brauchen natürlich Mehrheiten in den Parlamenten, aber wir brauchen auch in der Mitte der Gesellschaft einen großen Rückhalt. Und deshalb ist es nach meiner Erfahrung sehr wichtig, diesen Zusammenhalt der Gesellschaft auch immer im Blick zu haben. Und da, denke ich, sind wir auch in keiner leichten Situation. Es ist wichtig, gut zu kommunizieren, was immer das auch heißt. Es ist wieder ein sehr breites Feld, da können Sie ja bieten als Journalist sicherlich auch ganze Tagungen dazu abhalten. Und es ist auch immer wichtig, Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und ich habe mir natürlich auch überlegt, als ich jetzt hierher gekommen bin, in welcher Rolle sitze ich denn jetzt hier? Ich meine, ich bin ja jetzt frei, ich muss ja Politik, das politische System, die Akteure gar nicht verteidigen, aber bei manchem, was hier so gesagt worden ist, sehe ich das natürlich schon, also tut es nicht einfach genau das auch zu tun, auch bei aller Kritik, die ich selber am politischen Alltag habe. Und ich will mal einfach nur ein paar Probleme aufzählen, die ich so erlebt habe. Das eine ist natürlich, dass es unglaublich viele divergierende Interessen gibt. Wir können mal ein schönes Beispiel Tempolimit nehmen. Ja? Also, ich glaube, da brauchen wir nicht intensiv einsteigen, aber das ist in Deutschland als, ich weiß nicht, das Einzige oder mit irgendeinem anderen Land irgendwo immer noch kein Tempolimit gibt. Ja? Also da muss man sich ja wirklich fragen, wie ist das eigentlich möglich? Ja? Und da ist die Frage, hat das mit Mut oder Mutlosigkeit zu tun? Also ich finde, es ist einfach verrückt. Ja? Also in jeder Hinsicht. Und jetzt haben wir Klimakrise noch dazu, also ich meine, es wäre doch mal das Einfachste zu sagen, das machen wir jetzt mal. Aber es findet nicht statt, weil die Interessen sehr divergierend sind, weil manche Leute behaupten, es würde Bürgerrechte einschränken, wenn man nicht rasen darf auf der Autobahn und so weiter. Sie kennen ja alle die Debatten, die will ich jetzt hier auch nicht wirklich ausführen. Also divergierende Interessen und ich habe es als sehr belastend empfunden, dass wir einfach extrem zähe Prozesse haben. Also nehmen wir nochmal Windkraftausbau. So ein Projekt dauert in der Regel 7 Jahre, ja, bis man den Projektplan oder die Idee hat, bis das Windrad dann endlich mal sich dreht und tatsächlich Strom erzeugt. Wenn wir jetzt in Freiburg gucken, das ist fast 20 Jahre her, dass wir 4 auf dem Roskopf und 2 auf der Deutschschläger Matte installiert haben, und es ist in der ganzen Zeit nicht eines dazu gekommen, obwohl es ja äußerst notwendig wäre. Also das ist alles extrem zäh, und es sind nicht nur die politischen Akteure, sondern, das habe ich auch selber immer wieder erlebt, bei jeder Veranstaltung, wo es um den Ausbau der Windkraft geht, gibt es eben auch sehr viele, die dagegen sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Und in der Regel kommen eben die zu so Veranstaltungen, die dagegen sind. Und die, die es eigentlich okay finden und gar keine großen Bedenken haben, die sind dann halt oftmals nicht da oder auf jeden Fall sehr viel leiser da. Also die Interessen werden dann nicht so lautstark und intensiv vorgetragen. Also vieles läuft leider viel zu langsam und es ist sehr zäh. Und wer mutig entscheiden will, muss ja auch bereit sein, einen Fehler zu machen, vielleicht eine falsche Entscheidung zu treffen. Also Fehlerkultur ist für Politikerinnen und Politiker nicht vorgesehen. Denken Sie mal darüber nach, wenn irgendwas schief läuft, von welchem Akteur in der Politik auch immer, was dann los ist. Ja? Also
Also da ist natürlich medial ganz viel los, da ist dann im Parlament Anfragen, Anträge, Untersuchungsausschüsse, Rücktrittsforderungen und so weiter und so fort. Wenn ich aber mutig sein will, dann schließt es ja mit ein, dass vielleicht das, was ich jetzt auf den Weg bringe, dass es auch nicht so richtig war. Vor allem weiß man es hinterher ja oft besser als davor. Und das ist meines Erachtens auch ein riesiges Problem. Das war alles so ein paar Anmerkungen von meiner Seite. Ich will vielleicht noch zwei, drei Punkte benennen. Erstens war ich sehr froh, als die Fridays auf den Plan getreten sind, weil ich habe das für die politische Richtung, die ich vertrete, und die Klimabewegung hat ja schon viel früher angefangen, aber leider ist nicht so viel draus geworden, dass wir heute sagen könnten, wir sind da in einem guten Zeitplan, der noch reicht. Ich habe das als sehr großen Rückenwind empfunden und ich würde mir sehr wünschen, wenn die Fridays einfach mutig bleiben, sich nicht entmutigen lassen, sondern auch weiter für ihre Ziele kämpfen und auch mit dem, denke ich, schon spektakulären Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben sie ja durchaus auch Rückenwind von bislang unbekanntem Ausmaß, sagen wir mal, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung trifft, um die Rechte zukünftiger Generationen zu sichern. Das ist ja auch nicht alle Tage auf dem Programm. Also das wäre mal Punkt 1, würde ich mir sehr wünschen. Punkt 2, wir haben jetzt noch nicht, jetzt haben wir mit Ihnen natürlich jemanden von der Medienlandschaft hier auf dem Podium und als Ex-Politikerin kann ich mir das ja auch durchaus erlauben, ein paar kritische Worte zu den Medien zu sagen. Auch die gibt es natürlich nicht. Es gibt die Tageszeitung, Radio, Fernsehen, soziale Medien und so weiter mit den unterschiedlichsten Wahrheiten. Aber ich sage mal, von dem, was ich als Medien im Sinne von der vielen Gewalt in unserer Demokratie verstehe, würde ich mir manchmal mehr erwarten. Und zwar würde ich mir mehr erwarten oder weniger das Suchen von Haaren und das Öl. Und natürlich lässt sich in einer Pandemie, wenn man gerade eine Impfkampagne aufrollt und die Leute keine Termine kriegen oder sie im Internet hängen bleiben, die Telefonschaltung im Weg ist, da werden sie natürlich täglich Leute finden, die da eben ein Problem haben. Wenn alle, die jetzt Zeitung lesen, täglich nur darüber lesen, dass es der und die und jener nicht geschafft hat, ist es auch nichts, was Mut macht. Ja? Man hätte durchaus auch anders berichten können, dass es nämlich vielleicht doch ganz gut gelungen ist, in so einer einmaligen Ausnahmesituation, wir hatten noch nie eine Pandemie, dass unsere oft langsamen und zähen Prozesse doch mitunter recht schnell waren, dass wir relativ schnell Impfstoffe hatten und so weiter. Natürlich hat es auch Fehler gegeben, gab es aber nicht nur von politischen Akteuren, die gab es auch im wissenschaftlichen Bereich. Also, diese Suche immer, wo läuft es denn nicht, wo ist das Haar in der Suppe, das halte ich für schwierig. Manchmal nervt mich auch Besserwisserei. Das ist, klar, können wir es alle in allem besser wissen, aber ich gehe mal davon aus, und zumindest ist es meine Erfahrung, dass die Menschen in der Politik auf unterschiedlichsten Ebenen aktiv sind, dass sie schon versuchen, nach bestem Gewissen und nach bestem Wissen Entscheidungen auch zu treffen. Und wir haben natürlich auch noch das Thema, dass wir ständig Umfragen haben. Es wird ja politischen Akteuren vorgeworfen, wir würden uns immer nur danach richten, was denn die Mehrheit der Leute will. Ja, es wird aber auch zu allen eine Umfrage gemacht, wo dann angeblich klar wird bei der 1000-Leute-Befragung,
was jetzt die Mehrheit der Gesellschaft will oder nicht will. Und vielleicht zu guter Letzt, was mir immer wieder einfällt, sind die Tagebücher von Max Frisch. Ich weiß gar nicht, wann genau er geschrieben hat, aber in diesen Tagebüchern gibt es immer wieder Fragekataloge zu den unterschiedlichsten Themen, zu Liebe, zu Freundschaft, zu Tod, eben auch zur Politik. Und er stellt da auch die Frage, würden Sie eine Entscheidung treffen, von deren Richtigkeit Sie überzeugt sind, gegen den Willen der Mehrheit? Und das ist eine Frage, die habe ich mir immer wieder gestellt. Und ich denke, das ist auch das Schwierige in unserem politischen System zu akzeptieren, dass leider Gottes die Klimakrise, so existenziell sie auch ist, vielleicht dann, wenn es ans scheinbar Eingemachte geht, da sind wir ja noch gar nicht, aber ich sag mal, es wird dann vielleicht schon kleinere Maßnahmen werden, so empfunden, dass es schon gravierende Eingriffe werden, sollten wir dann trotzdem als politisch Verantwortliche einfach die Entscheidung treffen und sagen, ich glaube, das ist richtig, so oder so, und deswegen mache ich es genau so oder so, auch wenn vielleicht die Mehrheit gegen wird. Danke. Man wollte ja nicht eingangs von Rosa Eckstein gesprochen, die heute gegen wollen, die heute leuchten wollen. Dann wird auch kurz sein, wir haben schon Zeit, wir haben unsere vorgesehene Zeit mittlerweile herum, die Zeit rast und dann wird jetzt Publikum zeigen, auch großes Interesse ist, man könnte eine Steckmarke fallen können. Das ist natürlich hoch erfreulich. Ich möchte noch eine Frage an alle stellen und auch gerne öffnen für Sie und ich freue mich über kritische Fragen, kritische Hinweise und vielleicht würde ich dann noch antworten auf die Hinweise, die ich da sitze, aber lassen Sie mich bitte noch eine generelle Frage stellen. Und zwar, wenn ich zusammenziehe drei Konzepte, was man genannt hat und die man vielleicht auch aus dem Vortrag von OP herausziehen kann, Fehlerkultur, langsame, schrägstrich zähe Prozesse und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wenn wir diese drei Aspekte, Konzepte betrachten und dann querverbinden mit der Frage, wie kann man denn mutig sein, wenn man gleichzeitig einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie andere als in den USA, größere Polarisierung vermeiden möchte, aber auch weiß, um das zu erreichen, braucht man Zeit. Man muss vielleicht überzeugen. Man muss sich an die Strukturen, ich weiß nicht, ob das anpassen richtig ist, man muss mit den Strukturen arbeiten, die vorhanden sind, und gleichzeitig sich die Frage stellen, was passiert dann, wenn ich einen Fehler mache? Bin ich dann vielleicht weg vom Fenster als Politikerin, als Politiker, oder wird mir noch eine zweite Chance gegeben? Also als großes Rahmenthema, mehr Mut trifft man mutige Entscheidungen. Wie würden Sie diesen Widerspruch, den ich jetzt identifiziere, Fehlerkultur, langsame Prozesse und gesellschaftlicher Zusammenhalt, als jemand, der Entscheidungen treffen muss, auflösen? Herr Fichte, ich kann einfach nicht. Vielleicht fange ich damit an, dass ich jetzt mit vielen Vorsitzenden einig bin. Es ist nicht so, dass ich da, ich meine, die Medien, ich würde da auch jetzt einfach so landläufig sagen, die Medien natürlich in der Einheit kritisieren, aber es ist nur, vielleicht ist das mediale Anliegen Problem heutzutage, das Ganze auflöst, die sozialen Netzwerke und die, was es da alles gibt,
innerhalb dieser Prozesse, innerhalb dieser Staaten. Also da kommt es, glaube ich, wirklich auf die Prioritäten an, die mir da dann in meinem Fall, wie ich damals falsch gesetzt habe, schauen will. Genau. Ich wünsche mir manchmal so eine Sache wie Man on the Moon. Ja, das haben Sie vorhin auch gesagt, es braucht große Ziele. Der Meinung bin ich auch. Man muss so wirklich aufpassen, dass man das irgendwie in einer Balance hält. Also was wir ja zum Beispiel in dem großen Prozess der Pariser Klimakonferenz haben, wo ich auch sage, das passiert ja eigentlich viel. Also es ist ja viel geschehen im letzten Jahr. Das Problem ist nur, dass jetzt im letzten Jahr zum Beispiel bei der Klimakonferenz in Glasgow sollte eigentlich die Verbindlichkeit hergestellt werden. Es sollten konkret die Ziele benannt werden. Länder sollten wirklich ganz genau aufgelistet sagen, so das machen wir und das machen wir und das machen wir jetzt so und so und so. Und das haben sie eben großenteils nicht gemacht. Dann wird man schon wieder irre, dann schon wieder ein paar vorbei. Und das ist auch mit den Windrädern, wie sie die Jahre Bauzeit haben. Es sind dann wieder 7 Jahre und wieder 7 Jahre. Es vergeht immer 7 Jahre, es vergeht immer 5 Jahre. Es ist immer wieder, ja. Und nie ist es passiert. Das ist schon interessant. Denn bei einer Sache, die ich in der Berlin kann, man da schon die schöne Anekdote zu erzählen, die ist richtig gut. Das war kurz nach der Wiedervereinigung, der damalige sächsische Ministerpräsident Georg Wilbrandt ist auch kritisiert worden für viele Fehler, die passiert sind. Besser ist er wahrscheinlich. Und da hat der Wilbrandt geantwortet, vielen Dank für Ihre Hinweise, das wird bei der nächsten Wiedervereinigung berücksichtigt. So, in der Situation sind wir natürlich jetzt dauernd. Und wie das dann, wir haben das Zusammenspiel auch geschrieben zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und so weiter, die alle wissen, ja. Aber ich erwarte dann natürlich von der Bundespolitik, von den sozusagen Taktgebern, auch den inhaltlichen Taktgebern und von den Parteien, Fähigkeiten. Ich erwarte dann schon Leitlinien, die begeistern, die andere Leute begeistern, wo die Leute mitgehen, wo sie Lust dazu haben, mitzumachen. Wir fangen ja immer schon bei den Fußnoten an. Ja. Die Bundestagsdebatten werden sich für mich nicht an politische Debatten. Es sind nur Fußnoten. Da geht es Änderungsanträge zum Änderungsantrag, zum Änderungsantrag. Es muss alles passieren, das ist schon klar. Aber das ist doch keine politische Debatte. Das kann man in Ausschüssen machen oder wo auch immer. Aber wir reden nicht über die großen Ziele. Und das ist richtig, glaube ich, wie es weitergehen soll. Und da finde ich die Politik zu wenig. Und da sind auch die handelnden Personen, die bei uns in der Regel auf der Bühne stehen. Es gibt ja Ausnahmen, wir haben in der Regel keine Inspiration. Die letzte Aussage war, glaube ich, eine Steilvorlage. Wie würden Sie darauf reagieren? Ich darf einmal ganz kurz noch zurückspringen, weil ich wollte einmal ganz auf die Sozialmedien eingehen, weil ich das Gefühl habe, dass hier gerade Debatten auch total als Negatives dargestellt werden und dass Debatten Mut verhindern, weil in Debatten gibt es vielleicht oder in Diskussionen öffentlichen gibt es dann vielleicht keine Fehlerkultur und absolut niedergeschrieben, aber letztendlich müssen wir das ja auch eine Chance ergreifen, dass plötzlich ist Meinungsbildung und Medien so viel zugänglicher geworden. Und plötzlich hört man halt Stimmen, die davor überhaupt nicht hörbar waren. Und ich glaube, dass das vielleicht auch das wichtige Zusammenspiel ist zwischen, was ist eigentlich die beste, wie kann man gesellschaftlichen Zusammenhalt und gleichzeitig wirklich radikales Handeln eigentlich verbinden. Ich glaube, dass wir einerseits diese Debatten total fördern müssen, wirklich auch politisch angehen müssen und wirklich öffnen müssen für alle. Natürlich sollten Debatten aber gleichzeitig nicht verlangsamen. Das heißt, man braucht nicht unbedingt immer, bis die letzte Debatte fertig geführt ist und wirklich
jeder Mensch so seine Welt dazu gegeben hat. Aber gleichzeitig muss man, das ist ja auch wieder eine Frage der Kommunikation, wie kann man es denn so verständlich kommunizieren, dass es eigentlich bei allen ankommt. Und dass vielleicht eigentlich der Kern von einer politischen Handlung, die radikal ist, eigentlich so ankommt, dass die Menschen verstehen, warum die jetzt gut ist und warum es die braucht. Und das ist bei der Klimakrise oder bei Debatten um die Klimakrise ganz oft so ein Ding, wenn es um konkrete Handlungen geht, das betrifft natürlich die Individuen plötzlich, vielleicht existenziell, um das Wort aufzugreifen, und die Klimakrise noch nicht. Aber wenn wir wirklich anfangen, darüber zu reden, wie agiert die Klimakrise heute, wie betrifft die Klimakrise heute Menschen, wie betrifft sie jede Person hier im Raum eigentlich so, was haben wir eigentlich gerade für Temperaturen? Wir haben Hitzetote, wir haben eine Landwirtschaft, die eigentlich nicht mehr so weiter funktionieren kann, weil es Dürren gibt. Und das ist ja auch eine politische Agenda oder auch eine Medienagenda, eigentlich. Worauf will man sich fokussieren? Redet man, wenn wir 30 Grad haben, dann wenn wir jetzt an den Pfeiler gehen, dann redet man darüber, dass wir gerade eine Klimakrise haben. So. Das fällt mir ganz oft auf, wenn ich zum Beispiel Beiträge der Tagesschau anschaue, dass dann nur darüber geredet wird, wie können wir mit der Hitze jetzt umgehen, aber wie können wir die Hitze eigentlich verhindern? Und da möchte ich jetzt nochmal diesen Begriff des dieses Existenzielle aufgreifen, weil ich glaube, dass wir ja aus so einer privilegierten Sicht eigentlich daran reden, dass wir sagen können, die Klimakrise ist für uns noch nicht existenziell. Und das ist dann eine Frage der Solidarität eigentlich. Sind uns Menschen anderswo auf der Welt, sind ihre Leben uns so wichtig, dass wir ihre Angst eigentlich als Grund begreifen, Mut zu haben, als Grund begreifen, für diese Menschen Mut zu haben. Und zwar so Mut, dass wir mit diesen systemischen Zwängen, vielleicht politischen systemischen Zwängen, die verlangsamen, und, aber ja auch sonstigen, wenn wir irgendwie hier das Buzzword-Kapitalismus setzen wollen. So, warum passiert kein Windkraftausbau? Natürlich wegen den Bürgern, die teilweise vor Ort dagegen sind, aber auch, weil wir eine Lobby haben, die dagegen geht, und zwar enorm, die diese Bürgerinitiativen finanziert und deren Medienkampagnen finanziert. Allein schon hier im Staatswald, da steht hinter der einen Bürgerinitiative eine Firma, die eigentlich Tiefbau macht. So. Also ich glaube, das müssen wir benennen, dass wir eine politische Debatte haben, die gerade verzogen ist, von eigentlich den Interessen einiger weniger, die davon Profit machen und die nicht eigentlich das Interesse der Gesellschaft zusammen haben. Das heißt, wenn wir gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen, müssen wir mit denen brechen, die eigentlich die ganze Zeit davon profitieren, dass wir uns nicht trauen, mit dem System zu brechen, die eigentlich schon unsere Gesellschaft auseinanderpflücken oder so. Genau, ich glaube, das macht es. Ich habe gesehen, Sie haben viele Notizen sich gemacht. Darf ich das als Widerspruch zu den Anlässen betrachten? Oder ist das jetzt auch meine vorherige Frage bezogen? Fehlerkultur, 10 Prozesse, gesellschaftlicher Zusammenhalt, diese drei Konzepte, führt das zu Mutlosigkeit? Oder können Sie als Wissenschaftler vielleicht diesen Konflikt auflösen? Auflösen wird in wissenschaftlicher Sicht. Nur ganz kurz, das zu Fehlerkultur. Ich denke, die Wissenschaft redet von der Fehlerkultur. Wir haben heute Morgen gehört, ich war da dabei. Popper hat gesagt, wir falsifizieren unser Wissen. Das heißt, das meiste, was Wissenschaftler produziert haben, ist falsch in der Geschichte der Menschheit. Wir haben das zugelernt. Aber es ist zum gesellschaftlichen Zusammenhang. Ich denke, da hat sich die Wissenschaft natürlich auch ein bisschen fein ausgehalten. Wir wollen kreativ sein, wir bringen unsere persönlichen Werte, die wir vorstellen haben, und auch die persönlichen Werte der anderen Gesellschaft. Und ich denke, das eine Problem, weshalb die Wissenschaft nicht so viel zu mutigen oder klugen Entscheidungen beigetragen hat, als sie hätte beitragen können, da tut sich momentan eine Menge in verschiedenen Bereichen. Es wird auch der Post-Normal Science zum Teil beschrieben, dass wir wirklich überlegen müssen, ob wir diese ganzen Wertvorstellungen, die dann am Ende wirklich
in die Entscheidungen hinein, und in die Implementation der Entscheidungen hineinkommen, ob wir die nicht gleich vorne rein in die Wissenschaft hineinbringen. Das heißt zum Beispiel, dass wir eben so eine Bevölkerung oder Preis for the Future mit einbeziehen, wenn wir wissenschaftliche Fragen stellen und diskutieren, die dann in verschiedenen Projekten vielleicht dann bewertet werden. Oder auch wissenschaftliche Methodik. Und wenn wir Leute mit verschiedenen Wertesystemen weitermachen, mit dabei haben, wird das alles nochmal relevant. Und es hilft sich auch zu kommunizieren mit Leuten von verschiedenen Aspekten der Gesellschaft, die verschiedene Wertevorstellungen haben. In dem Sinne. Ich denke darüber nach, wenn wir Forschung machen, die Ökonomen natürlich, die diskontinuieren die Zukunft. Das heißt, das Holz von in 100 Jahren ist weniger wert heute, als das Holz, das ich heute habe. Das ist Wasser, das Wasser in 100 Jahren ist weniger wert. Wenn wir, ich will jetzt nicht für Sie sprechen, aber wenn Sie in einer Kommission mit der Wahl die Fragestellung, die wissenschaftliche Methode entwickeln sollen, würde da wirklich drinstehen, dass die Zukunft nichts wert ist? Ich gehe mal davon aus, nicht. Oder nicht so viel wert, wie sie gegeben haben. Das heißt, in die Wissenschaft der Zukunft, wir müssen die Mut zeigen, aus unserer Ecke ein bisschen rauszukommen und diese Grenze zwischen Wissenschaft und persönlichen Werten, die von Religion und persönlichen Erfahrungen und so weiter getrieben werden, die ein bisschen aufzubrechen. Ich denke, dann könnten wir eine Menge in der Zukunft zur Entscheidung beitragen. Vielen Dank für diese neue Perspektive. Ich hatte ja, aufgenommen, Fehlerkultur zählt Prozesse und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich möchte deshalb meine Frage an Sie ein wenig umformulieren oder konkretisieren. Mehr Mut in Deutschland, würde sich etwas ändern, wenn wir Rollenvorbilder hätten, in der Politik zum Beispiel? Ich muss jetzt gerade an Barack Obama denken, der in den USA eine unglaubliche Welle vor über 14 Jahren losgetreten hat. Einmal war Politik etwas ganz Besonderes, die Menschen haben ihn gewählt, weil er mit einer ganz neuen Agenda, einer mutigen Agenda angetreten ist. Würde sich Deutschland etwas ändern, wenn wir in der Öffentlichkeit, wenn wir Politikerinnen und Politiker hätten, die mutiger auftreten, die sich vielleicht zu einer Fehlerkultur bekennen, die sagen, ich weiß, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist wichtig, aber ich setze das jetzt in jedem Fall so durch, weil, und vielleicht nicht so wie Max Frisch, es besser ist, ich weiß, dass es für uns alle besser sein wird. Also würde die Kultur in Deutschland im Sinne von Mut versus Mutlosigkeit sich ändern, wenn es mehr Rollenvorbilder positiv. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber wenn ich die Bilanz von Barack Obama nach seiner ersten Amtszeit nehme und die Forderung von Herrn Fichtner, dass wenn man Versprechen macht und sie nicht halten kann, dass man dann entweder zurücktritt oder nicht mehr antritt, dann hätte Barack Obama bei aller charismatischen Ausstrahlung, die er hatte, eigentlich nicht nochmal antreten dürfen. Ja. Traurige, finde ich, also für mich zumindest eine Wahrheit oder auch Bilanz dieser Zeit. Und ich meine, wir wissen auch, wer darauf gefolgt ist. Und naja, aber das würde jetzt tatsächlich zu weit führen, darauf einzusteigen. Also ich will eigentlich nicht so unbedingt das Thema Fehlerkultur, Langsamkeit, Selbstprozesse und vor allem nicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Widerspruch sehen. Ich glaube, es ist durchaus mutig zu handeln, möglich und trotzdem den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erreichen. Und ich glaube, mit der sogenannten Flüchtlingskrise, nenne ich es jetzt mal, und da entscheidet damals sehr viele Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland kommen zu lassen, oder gibt es auch sehr viele andere Beispiele, da zeigt sich vielleicht auch, dass ein in Anführungszeichen radikales Handeln auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht unbedingt sprengen muss. Natürlich gab es auch Leute, die waren da dagegen, aber trotzdem war eine enorme Welle, denke ich, auch der Unterstützung, auch der Empathie, der Begeisterung da gewesen. Also ich glaube, das geht durchaus und ich gebe Ihnen natürlich recht, dass wir dafür Leitlinien brauchen, die Leute auch begeistern
und da sind natürlich Debatten auch gut, wie Sie gesagt haben, Frau Peeth, und da ist Kommunikation auch entscheidend. Wie wird es kommuniziert? Und sag mal, ich kann natürlich nur für Leidenschaft werben, wenn ich selber eine Leidenschaft für dieses Thema habe. Sonst funktioniert es eben leider nicht. Und vielleicht ist es auch nochmal ein Begriff, dass vielleicht die angezogene Handbremse nicht immer so das ideale Leitmotiv ist, wenn wir tatsächlich mehr Mut haben wollen. Ich glaube, das Potenzial, das ist durchaus vorhanden. Aber wir machen es uns vielleicht manchmal selber ein bisschen zu schwer, und dieses Potenzial mit 100.000 Abos, was alles passieren könnte, wenn wir jetzt dieses oder jenes tun, selber ein bisschen zu schwer. Aber ich glaube, dass da Politik, Medien, Gesellschaft, Wissenschaft da auch alle mitmachen müssen, damit es auch funktioniert. Ihre letzte Kommentar ist eine Frage, die jetzt über Regels auf der Zunge liegt, die Sie wirklich verglichen. Sie schreiben eines der einflussreichsten, das einflussreichste Medium in Deutschland ist. Journalist, glauben Sie, dass eine Publikation wie der Spiegel eine Verantwortung hat, Mut in der Gesellschaft zu fördern? Ist das überhaupt möglich mit der Reichweite, die der Spiegel hat, mit dem Anspruch, mit den Zielsetzungen einer solchen Publikation, die ja Prinzip, wenn man überlegt, Amerika gibt es Time Magazine, die Newsweek, es gibt den Economist in England und es gibt den Spiegel in Deutschland, also die großen globalen Leitmedien. Könnten Sie an der Spiegel etwas dazu beitragen? Und mutiger zu sein. Ich würde hoffen, dass er das in der Hälfte der Woche macht und im Netz stimmt. Ich meine, was ist denn das andere? Thank you.
spreche auch zu, meine Damen und Herren, darf ich Sie herzlich einladen, kommen Sie Fragen an unser gutes Vorgehen erst an, wenn Sie noch an Sie als Mikrofon zu sprechen. Ja, vielen Dank. Mehr ein Kommentar als eine Frage. Um das aufzugreifen, wir wünschen uns Mut für diejenigen, die hilfreich und gut sind. Das ist das Normative, was wir mit dem Mut und mit der Entschlossenheit verbinden. Wir wünschen uns aber eigentlich mehr Mutlosigkeit für die von Herrn Puttmann kurz angesprochenen, die Fake News verbreiten und die sehr eindeutig wissen oder meinen zu wissen, was richtig ist. Deren Mut stört uns. Und ich denke, weil wir hier an der Universität sind, dass wir auch mehr Mut haben sollten, mal nicht dieses Entschlossene oder diese Handlungsanweisung, die für die Politikberatung dann verwertbar ist, zu verbreiten, sondern auch hier an der Universität eher mal die Komplexität der Dinge, die eben nicht diese Eindeutigkeit beinhalten, auch wieder stärker zu machen. Das als Kommentar. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Beiträge. Was mich so ein bisschen am Anfang irritiert hat, war diese Konnotierung von Mut ist das Gute. Sondern da muss ja auch dieses Risiko abwägen. Und da bin ich bei dir, Edith Sitzmann, dass du das sehr wohl bezahlt hast, so die Fehlerkultur. Wie gehen wir mit der Fehlerkultur um? Was ist denn mit denen, der als Politiker, es ist jetzt sehr stark politikorientiert gewesen die ganze Zeit, wer als Politiker den Veggie-Tag fordert? Durch jede Satirezeitung geht der und durch jedes Satiremagazin wird er niedergemacht, obwohl die Forderung an sich doch eigentlich die richtige war. Genau wie damals die 5-Euro-Benzinpreisforderung. Die war doch eigentlich richtig, aber wie gehen wir mit dieser Politik, mit den Politikern und Politikerinnen denn um, wenn sie mutig sind und mal eine ganz weitgehende Forderung stellen? Ich möchte mal umschwenken zu einem ganz anderen Thema, was auch mit Politik zu tun hat, aber jetzt gerade nicht benannt wurde. Wie gehen wir denn um mit einer Direktorin der Documenta, die es schafft, ein indonesisches Kollektiv zu gewinnen, die einen ganz neuen Ansatz machen und dann diese Fehler baut, die wir jetzt alle gehört haben. Wie gehen wir denn damit um? Sofort sind die Forderungen danach Rücktritt. Selbst Claudia Roth soll zurücktreten. Sofort sind wir da, wir fordern Konsequenzen. Aber wo ist denn da unsere Dialektik nach These und Antithese? Kommen wir dann zur Synthese? Wo ist die Diskussion, die dann zur Synthese führt? Und wo kann ich dann den Mut haben, um zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal was. Und das war, die hat den Mut gehabt, die hat dem Kollektiv die große Freiheit gegeben, macht, ich kontrolliere nicht eure Kunstwerke, aber seid bitte nicht antisemitisch, das haben sie nicht gemacht. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Beauftragte, weil es ein zunehmendes Problem ist, mit dem wir umgehen.
ich denke, es ist fatal, wenn jetzt die Geschichte der Dokumenta, nämlich man hängt das Bild zu und dann hängt man es ab und dann entlässt man die Kuratorin, dazu führt, dass wir am besten über das Thema nicht diskutieren, als gäbe es es nicht. Es gibt es aber auch bei uns. Kann man über die Ausdrucksform streiten und hätte man das vorher angucken sollen. Aber ich sehe einfach die Gefahr mit diesen Konsequenzen, dass man das halt nicht intensiv diskutiert. Und Sie haben ja auch, Herr Fichtner, eingangs mal gesagt, über unbequeme Wahrheiten, über die man nicht so gerne spricht. Und wenn es jetzt so eintritt, und ich befürchte es, dass es so eintritt, dann hätten wir über eine unbequeme Wahrheit eben auch wieder nicht gesprochen, obwohl es wie in anderen Fragen auch drin kommt. Momentan gibt es weitere Fragen. Eine, vielleicht die letzte, die ich noch nehme. Dann haben wir eine zeitliche Umleitung. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Ich hätte die Frage, wie kann man denn Politik gestalten, dass sowas wie jetzt zum Beispiel der, was für eine Entscheidung war es? Jetzt bin ich zu aufgeregt, Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid, ich bin gerade zu aufgeregt, Entschuldigung. Eine Anmerkung. Edith Sitzmann, ich kenne dich ja schon sehr lange und deine Hinweise auf Max Frisch ist ja so ein bisschen das existenzialistische Momentum in der Politik. Kann ich gegen meine Überzeugung sozusagen Kompromisse schließen zu müssen? Deswegen bin ich in die Politik gegangen. Gibt es da einen Punkt, wo ich sozusagen dagegen handle, weil der Mut, das an Kraft, dass ich auch eine Niederlage einstecken kann, sozusagen gegen die Mehrheit. Wenn es schief geht, bin ich weg vom Fenster, mal das populär zu sagen. Ich glaube, diese Diskussion ist ja so alt, wie die politische Philosophie so alt ist, wenn ich mich erinnere. Das Prinzip Verantwortung vom Jonas ist, glaube ich, an 80 oder schon in den Ende der 70er Jahre herausgekommen. Und Habeck hat das früher gelesen und hat ein neues Nachwort geschrieben und war mit vielen Dingen einverstanden, was die Radikalität von diesem Buch ausdrückt. Da steht explizit drin, dass sozusagen Ökologie auch durchgesetzt werden muss gegen Mehrheiten, weil einfach die existenzielle Grundlage vom Menschsein so gefährdet sein kann. So, und Habeck macht einen Einwand und er sagt, Politik muss Kompromisse schließen. Und diese Radikalität ist quasi das Gespenst, was sozusagen immer aufscheint als Ökodiktatur. Und da muss man sich jetzt als, ich würde sagen, als Fridays for Future junge Menschen, die müssen sich mit diesem Problem beschäftigen. Das heißt, aus dieser Falle, aus dieser Diskussion kommt man nie heraus. Du musst dich sozusagen auch mal auf die Straße festkleben, wenn du überzeugt bist davon, dass du damit die Menschheit rettest. Und wenn du dann verurteilt wirst, das musst du in Kauf nehmen. Und das ist Mut. Das ist meine Anmerkung. Gut, vielen Dank für diese Ergänzung, diesen Beitrag. Damit, meine Damen und Herren, darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Und das Schlusswort wird erst Edgar Kortmann halten. Ich hatte eingangs gesagt, heute Abend können wir über Mosaiksteine sprechen. Wir können versuchen, eine Mosaik erkennen. Mehr ist nicht möglich in 90 Minuten, aber ich habe den Eindruck, dass wir über viele verschiedene Themen, Themenkomplexe, Personen, Persönlichkeiten sprechen konnten. Wir konnten viele Dinge streifen und ich hoffe, dass Sie heute Abend im Rahmen dieser Podiumsdiskussion eine Vorstellung von der Komplexität der Materie bekommen haben und vielleicht auch Schlussfolgerungen aus den verschiedenen Einlassungen von uns ziehen. Vielen Dank. Keine Sorge, ich habe nicht vor, zu einem großen Schlusswort anzuheben. Ich möchte tatsächlich nur sagen, dass wir hier wirklich einige interessante Elemente noch für unsere Diskussion bekommen haben. Und wenn Sie ein bisschen Geschmack entwickelt haben dafür, dann
und ein bisschen Zeit auch haben morgen, dann sind Sie herzlich eingeladen, in die Hauptstraße Nummer 1 zu kommen, dort in den Hörsaal der Biologie, wo wir am Vormittag diskutieren werden, einerseits noch einmal auch über den Aspekt der Impfpflicht. Ralf Poscher wird über etwas reden, was aufgreift im Grunde genommen unsere Bemerkungen auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Politiker natürlich immer bedenken müssen, denn sein Vortrag heißt, was uns wirklich spaltet, Moralisierung statt Verrechtlichung. Das ist wirklich ein sehr interessanter Vortrag, der uns dort erwartet. Und dann werden wir zwei Vorträge und eine sehr spannende Podiumsdiskussion haben, alle zum Thema Mut und Mutlosigkeit im Ukraine-Krieg, im politischen Handeln auch, in der Folge des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Also, wenn Sie mögen, Sie sind sehr herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und ich bedanke mich nochmal nicht nur bei den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern bei Ihnen allen für das Kommen und haben Sie einen guten Heimweg.